Danko Rabrenovic. Herzlich willkommen, Cic. Heimatgeschichten vom Balkanizer. Was erwartet uns wohl da? Heimat ist ein Gefühl und Humor kennt keine Grenzen. Danko Rabrenovic tischt uns eine Reihe autobiografischer Geschichten auf und beleuchtet seinen Alltag zwischen zwei Welten, Deutschland und dem Balkan. Er fragt sich, was es eigentlich bedeutet, wenn seine Nachbarn nie bei ihm klingeln, weil sie seine Privatsphäre nicht stören wollen. Und er erinnert sich an den Tag, als seine 8-jährige Tochter keine Lust mehr darauf hatte, die Deutsche in der Familie zu sein. Und darum bat, ihr einen kroatischen Pass zu besorgen. Nema problema. Egal, ob man ein Faible für Fremdsprachen hat oder nicht. Uns allen fallen ein paar Worte in der Sprache des Landes ein, in dem wir gerne Urlaub machen. Lustigerweise ist international das meistverbreitete Wort, oder besser gesagt, der meistverbreitete Satz aus meiner Muttersprache, Nema problema. Auf Deutsch, kein Problem. Ausgerechnet dort, wo es immer und viele Probleme gibt, sagen alle pausenlos, Nema problema. Nema problema. Wollt ihr mehr wissen? Schaut selber rein.